Шейна Юден, Азима Рамнес. Ja, bei Laschke hatten wir ja gesehen, wie ich den Ingo zerstört tun. Lo, gucken wir, dass wir die anderen zerstört kriegen. Und gucken wir, dass wir so viel Kampf wie möglich kriegen. Dann, dann. Geht doch! Passt. Ja, wenn der Wisswelt dann die Lashfortschritt gesieht und dann guckt er, da ist er privatschlo, gerade zu. Ugekotzt sind. Ich freue mich erstmal, weiß ich wohl nicht. Guckt dann selber. Dann sieht er das. Tut mir leid, dass ich das gestorben bin. Tut mir leid, Stummel. Sind die Nachschlag? Ja. Mancher Totelo? Tatsächlich? Ja. Die Rüstung. Und der Schlag am Zurückbein. Was politisch korrekt für mir? Zu 200%. Falsch. OB schon für den aber. Okay. Das ist selbst wahrscheinlich verstehen, dass ich da kein Agro tun mit. Ich könnte auch von den kleinen Kniechen, what the fuck. Ich wusste noch, bin ich nicht. Ah, ich guck, da schaut mal vor, ob wir einen Mink gemacht kriegen. Machen wir die Musik nochmal aus, da sind wir auch rein. Pferd, ich mach dem hoffentlich lohn. Es gab ein bisschen Wirbel, aber jetzt ist alles in Ordnung. Für euch, mit Dank. Ich werde den drei davon berichten. Lebt wohl. Ja, merci, das nicht. Und doch gern. Ja. Rika, Boka, Tuka. Und Tuki Tuka. Brauche ich mal Waff. Und wir sehen mal ab. Um mit Custom Agendolo aufzugehen, dann teleportieren wir es schon mal direkt dahin und dann kriegen wir durch noch mit den Maps 2. Ja. Ist mal. Ja, und schon ein Fernbuch abgeholt. Juhu! Und geht fix von hier sich was angeklappt. Das muss ich in Babel noch machen. Ja, und hat elend schlanke Schwerter gebrabbelt für die Leute. Mhm. Ja, ihr seid angezogen, ja. Und du bist ausgezogen. Die Artillerie der Gormax ist zerstört. Der Schrein der Heilung ist sicher. Die Warterei hat mir graue Haare beschert. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute bei einem Angriff auf den Schrein ums Leben gekommen wären? Mhm. Ein Trupp Voss-Kommandos hat sich das Spektakel angesehen. Die kamen ziemlich geschockt zurück. Ich glaube, sie haben sich sogar bedankt. Eine Belohnung ist nie verkehrt. In meinen Kreisen ist es Brauch, seinen Dank in Credits auszudrücken. Ich glaube, ich habe da eine Kleinigkeit für euch. Mir war gar nicht aufgefallen, dass ihr ein Söldner seid. Wir müssen auf der Hut bleiben. Es gibt genug andere Ziele. Die Voss mögen ihre Visionen haben, aber wir haben gute Augen. Ich brauche mehr Scouts. Wir errichten einen Sicherheitsbereich um den Schrein. Die Gormax werden keine Schuppe verlieren, ohne dass wir es bemerken. Jo. Es gibt immer noch das Imperium, das uns Sorgen bereitet. Dann fangt besser schon mal damit an. Das war fortschrittliche Artillerie. Die Gormax sind kein primitives Volk. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Von den Voss werdet ihr das vielleicht nie hören, aber danke. Oh, nice. Oh, schiede voll den. Schiede voll den.
So, ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wie können wir dann du ersetzen? Du, guck mal, hm? Den Innenstück wieder ersetzen. Weiter, weiter, immer weiter. Ich habe alle Energiekerne zurückgebracht. Bitte sehr. Damit können wir den Voss helfen, eine geothermische Überwachungsstation aufzubauen, die ihnen noch Jahre erhalten bleiben wird. Danke. Denkt an meine Worte. Die Republik wird bei den Voss durch Technologie mehr erreichen als durch Ideologie. Hey. Sie könnten gefährlich sein, wenn sie für andere Zwecke als die Forschung verwendet werden. Keine Sorge. Meine Kollegen und ich haben mehr Interesse daran, den Planeten zu vereinen, als ihn zu entzweien. Dank eurer Bemühungen haben wir die Chance dazu. Was auch für das? Und der Zeug muss kommen, was stehe ich denn? Melden Sie Ihre Beschwerden. Ja. Dann erleben Nadeln, oder der Zeug muss kommen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Kamera mal Team heu schwätzen. Da gucken. Dank mal hier mal Ramos und dann schicken wir auf Jan und Anna Platz. Ihr seid gerade rechtzeitig zurück. Das war gute Arbeit, aber die Gormax haben uns überlistet. Genauer gesagt, mich. Ich war darauf konzentriert, ihre Truppen auf dem Damm zu zerschlagen. Zu sehr, um zu erkennen, dass die Gormax einen kleinen Trupp an unseren Scouts vorbeischleusen konnten. Was haben die Gormax vor? Haben sie einen weiteren Angriff? Wollen sie fliehen? Die Gormax wurden mit Ausgrabungswerkzeug gesehen. Wenn diese Evognost nicht beim Damm ist, haben sie bestimmt die wahre Position herausgefunden. Blendet mich meine Wut auf die Gormax immer noch? Habe ich etwas übersehen, nur damit ich sie angreifen konnte? Ja, man sicher. Ihr sagt das, als könnte man Gefühle einfach in eine Flasche stecken oder vorausberechnen. Weisheit entspringt oft den ungewöhnlichsten Quellen. Na schön. Machen wir die Sache wieder gut. Die Gormax sind beim Pelatposten in Position gegangen. Dort befindet sich eins der verbleibenden Forschungslager. Ein neutraler Voss-Außenposten. Mein Padawan Quali ist dort. Sie wird euch helfen, das Evognos-Relikt zu finden. Ich vertraue ihr. Im Moment mehr als mir selbst. Bitte, geht schnell. Okay. Ob die Nächsten das du? Ich gebe so einen Park mal nach. Bist du hin, dann wollen wir nach schon Missionen da unten. Es gibt Missionen. Keine Angst, es geht da. Weil du das ganze Gebiet musst du nach machen. Was? Heilhof. Leon der Hauptstraße noch. Lieber Hof. Und dann ein Kerop. Ui, ui. Püte. Die wird wahrscheinlich schon Teil mehr. Ich gerade denke, die ist so fest zugeknüpft. Boom, Ausgang. WTF. Mir ist Herz, Bahn und Bumsum aufgerutscht. Ja, bei verschiedenen Fragen so nicht verstanden, sondern wurde schon eine kleine Herz gekommen. What the fuck? Ah ja. Ah ja. Ach, geht so nur der heute an dem manchmal kleinen Haus. Das sind ja schon relativ dran am Spiel. Ah, ich gucke nach eventuell das verspitzen des Kunden. Ja, und da kommen wir um die einer drunten. Da sind wir so Rulement. Gefällt mir. Das ist eben so Sinn des Lebens, dass ich weiter. Ja, ich habe gerade an der Katsch auf Hydrokind. Naja, weil die nicht am Kaputt und so weiter und so fort. Ich bin keiner wahrscheinlich Spruch. Würde oft genug hören von ihren Eltern. Weil die am Kaputt ist an der Bein. Jo, schon so gut. Jo.
10 Minuten, dann geht ab. Variable Standpunkt, Moment, hi. Den. Yep. Und dort noch. Mama Otto, Otto, Motto, Potto. Andu, Zerotto. Meister Halikus, klar. Meister Halikus hat eine Flut erwähnt, aber ich guck. Im Halikus. Gesetz von. Nicht schlechter als von der Hautfarbe von Dingen hier. Du bist mir asiatisch. Entschuldigt. Aus. Kennt ihr euch mit der Umverdrahtung von Gormax-Sendern aus? Eigentlich glaube ich, es könnte auch reichen, auf sie zu schießen. Ethan Vassiri, ich untersuche die Gormax-Technologie. Überall auf Voss werden Kontrollpunkte von Gormax angegriffen. Unsere auch. Conchita, Nichata Sodedi. Und heißt das, die Gormax sind den Voss einen Schritt voraus? Kennt ihr diese Technomonolithen, die die Gormax bauen? Nee. Sie haben Technologie der Republik gestohlen und verwandeln diese Monolithen in Kommunikationsrelais. Nee. Aber ich habe errechnet, dass durch die Zerstörung von einigen wenigen Relais das ganze Netzwerk zusammenbrechen würde. Ah, okay, cool. Ihr braucht jemanden, der sich um diese Kommunikationsrelais kümmert. Ja, und um all die Gormax, die diese Relais beschützen, müsste sich derjenige auch kümmern. Es wird nicht einfach. Aber wenn man die Relais ausschaltet, werden die Gormax-Angriffe aufhören. Und denkt daran, wie beeindruckt die Voss sein werden. Ja. Sag mir einfach, welche Relais ich zerstöre. Wunderbar, danke. Conchita. Aber bitte beeilt euch. Solange die Relais aktiv sind, könnten die Gormax... Ja, bla bla. Weiter. Nächster Zeugmack. Ah, bitte. Bis wie lang voll ist das, Kerl? Sprecht leise. Ja. Der Sumpf hört zu. Ein abgestürztes Schiff ist in der Nähe begraben. Gormax haben das Wrack gefunden. Sie wollen es herausziehen. Keine Angst, ich verhandle nicht schon. Das Schiff. Es ist das Relikt, von dem Meister Halikus gesprochen hat. Wonach die Gormax gesucht haben. Es ist... Wartet, habt ihr? Vergesst es. Das Schiff ist... falsch. Es stinkt nach Fäulnis. Tod. Wie die Sith. Der Gestank ist alt. Ja, bla bla. Ich bezweifle, dass dieser Schrotthaufen überhaupt noch fliegen kann. Das Böse des Schiffs breitet sich aus. Die Gormax arbeiten jeden Tag. Stört ihre Arbeit. Schickt das Schiff. Okay, Problem. Ich sorge dafür, dass das Schiff für immer versunken bleibt. Untersucht das Schiff. Findet heraus, wie die Gormax es heben. Haltet sie auf. Ja, das wäre schon ganz hätte klar gewesen, dass ich das machen. Mission war schon klar. Das ist gut. Hin mag schon ein Plus-Mission. Ich weiß, die Gormax. Überlasst Lack. Nein, das ist keine Plus-Mission. Jo, und okay. Wir mal sehen, mal halb paar Sachen mal. Duk. Na, das wäre aber gut pro Folge in Anspruch holen. Sorry, dass so bis mir lang gedauert hat, mir dazu noch ein bisschen.